Hi, hier ist Thorsten von deindlrp.de. Heute möchte ich euch mitnehmen auf einen Rundgang durch Disneys Sequoia Lodge, ein urgemütliches Hotel an den Ufern des Lake Disney in Disneyland Paris. Disney Sequoia Lodge ist ein Hotel mit 1011 Zimmern und 9 Suiten sowie einigen Business Suiten. Das Gebäude erinnert an ein Hotel in den nordamerikanischen Nationalparks. Dementsprechend ist es auch von viel Grün und hohen Bäumen umgeben. Bei einigen dieser Bäume handelt es sich um Sequoias, die diesem Hotel seinen Namen geben. Insgesamt stehen auf dem Gelände rund 500 Mammutbäume, zu denen auch die Sequoias zählen, die auch unter dem Namen Küstenmammutbaum bekannt sind. Dazu kommen zahlreiche Pinien, Zedern und Sträuche. Disney Sequoia Lodge ist wirklich ein Hotel im Grünen, auch wenn es mitten im Disneyland Paris gelegen ist. Zu dieser Gestaltung passen Disney-Figuren wie Bambi und Knopfer natürlich perfekt. Daher sind diese Figuren in Form von Bordüren, Bettüberwürfen und Gemälden auf sehr schöne Art und Weise bei der letzten Renovierung in die Gestaltung des Hotels aufgenommen worden. Disney Sequoia Lodge besteht aus dem großen Hauptgebäude, in dem alle zentralen Einrichtungen wie die Rezeption, die Restaurants und so weiter untergebracht sind. Darüber erzählen wir euch später noch mehr. Und aus 6 kleineren Lodges, die sich entlang des Rio Grande im Wald erstrecken. Wenn ihr dem Rio Grande in Richtung Nordosten folgt, gelangt ihr nach wenigen Minuten Fußweg zu Disneys Hotel Santa Fe und von dort führt auch eine Brücke über den Fluss, die euch zu Disneys Hotel Cheyenne bringt. In der ersten Blockhütte befinden sich Pool- und Fitnessbereich. Direkt gegenüber ist die Yellowstone Lodge gelegen. Es schließen sich Big Sur, Yosemite, Monterey und Sierra Lodge an. Die Namen leiten sich allesamt von bekannten Nationalparks ab, die im Westen Nordamerikas gelegen sind. Alle Lodges sind durch überdachte Gänge mit dem Haupthaus verbunden, sodass ihr auch bei nicht so gutem Wetter trockenen Fußes in euer Zimmer oder zum Frühstück gelangen könnt. Wenn ihr in der Sequoia Lodge übernachtet, solltet ihr euch die Zeit nehmen, auch die Außenanlagen des Hotels zu erkunden. Es gibt vieles zu sehen und zu entdecken. Dazu kommt eine unglaubliche Ruhe, die hier herrscht. Sie lässt euch sofort vergessen, wo ihr euch eigentlich in diesem Moment befindet, und ihr fühlt euch direkt wie in einen Nationalpark oder einen Wald versetzt. Lauscht einmal aufmerksam, was ihr hört. Das Zwitschern der Vögel, das Plätschern von Wasser, das Rauschen des Windes in den Bäumen und ein bisschen leise Musik. Hier herrscht eine entspannte Atmosphäre, wie sie sonst an kaum einem Ort im Resort zu finden ist. Gestaltet wurde Disney's Sequoia Lodge vom französischen Architekten Antoine Krumbach. Er ist übrigens der einzige Franzose, der eines der Disney-Hotels im Disneyland Paris entworfen hat. Die Sequoia Lodge erinnert in ihrer Gestaltung an die großen amerikanischen Nationalpark-Resorts in den Rocky Mountains. Krumbach arbeitete bei der ganzen Gestaltung des Hotels auf eine gute Umweltverträglichkeit des Projekts hin. So kamen sehr viele Naturbaustoffe zum Einsatz wie Hölzer, Steine und Kupfer. Die Idee zur Gestaltung des Pools kam Krumbach während eines Aufenthalts in Montana, wo er eine heiße Quelle besuchte, über der eine Holzhütte errichtet worden war. Diesen Gedanken griff er auf, als er den Quarry Pool entwarf. Er wollte hier einen Tempel der Ruhe und des Wohlbefindens erschaffen. Wenn ihr den Pool der Sequoia Lodge schon mal besucht habt, könnt ihr sicherlich bestätigen, dass ihm dieses Vorhaben recht gut gelungen ist. An der Rezeption des Sequoia Lodge könnt ihr rund um die Uhr einchecken. Hier erhaltet ihr eure Eintrittskarten, den Magic Pass und alles, was ihr sonst noch für euren Aufenthalt in Disneyland Paris benötigt. Die Zimmer sind in der Regel ab 15 Uhr bezugsfertig. Einchecken und den Disneyland Park oder die Walt Disney Studios unsicher machen, könnt ihr aber natürlich schon am Vormittag. Beim Concierge könnt ihr ein Programmheft für den Park erhalten, Tickets für die Buffalo Bill Wild West Show buchen, Restaurants reservieren, einen Ausflug nach Paris organisieren lassen und vieles mehr. Die Redwood Bar ist die Bar der Sequoia Lodge. Sie ist vor allem im Winter urgemütlich, da dann hier im riesigen Kamin ein Feuer lodert. Hier lässt es sich wunderbar entspannen, egal ob mit einer heißen Schokolade zum Aufwärmen oder einem Bier oder einem Cocktail zum Relaxen. In der Sequoia Lodge gibt es 2 Restaurants, die sich beide im Erdgeschoss des Hotels auf der Seite zum Lake Disney befinden, Hunter's Grill und Beaver Creek Tavern. In der Regel ist der Hunter's Grill geöffnet. Ist der Andrang sehr hoch, wird auch die Beaver Creek Tavern geöffnet. Hier könnt ihr morgens von 7 bis 11 ein Frühstücksbuffet genießen und abends ab 18 Uhr gibt es ein All-You-Can-Eat-Buffet mit internationalen Gerichten sowie Grillgerichten mit leicht französischem Touch.
Hier könnt ihr selbstverständlich eure Verpflegungsgutscheine einlösen oder auch einfach so essen gehen. Das kulinarische Angebot ist übrigens in beiden Restaurants identisch. Es macht also keinen Unterschied, in welchem der beiden Lokale ihr zum Essen einkehrt. Früher war dies allerdings anders. Im Hunter's Grill wurde ein festes Menü angeboten. Zunächst gab es einen Salat mit Taubenmägen, dann kam ein Kellner mit einem großen Spieß an den Tisch, von dem Fleisch heruntergeschnitten wurde. Dazu gab es verschiedene Beilagen und abschließend gab es natürlich noch ein leckeres Dessert. In der Beaver Creek Tavern konntet ihr euch ganz komfortabel am Tisch bedienen lassen und habt euer Essen nach Lust und Laune aus der Karte gewählt. Im Angebot waren vor allem Burger und Steaks. Zum Nachtisch konntet ihr euch damals an einem großen Dessertbuffet bedienen. Zunächst wurde der Hunter's Grill zu einem reinen Buffet und die Beaver Creek Tavern zu einer Mischung aus Tischbedienungsrestaurant und Buffet. Vorspeise und Dessert konntet ihr euch am Buffet holen, das Hauptgericht wurde aus der Karte gewählt. Inzwischen wurde auch dieses Konzept wieder verworfen und in der Beaver Creek Tavern wird das gleiche Buffet angeboten wie auch im Hunter's Grill. Der Golden Forest Club ist die exklusive Clubetage Sequoia Lodge. Gäste dieser Clubetage profitieren von diversen Annehmlichkeiten, die den Aufenthalt nicht nur im Hotel, sondern in Disney Paris generell noch etwas magischer machen. Das beginnt bereits beim Check-in, denn für die Gäste des Golden Forest Clubs gibt es eine eigene kleine Rezeption, in der das ganze Prozedere in der Regel wegen des geringeren Andrangs sehr rasch vonstatten geht. Auch um euer Gepäck müsst ihr euch nicht weiter kümmern, es wird euch direkt aufs Zimmer gebracht. Die Zimmer des Golden Forest Clubs befinden sich im Haupthaus, sodass ihr alle Einrichtungen des Hotels im Handumdrehen erreichen könnt. Die Zimmer des Golden Forest Clubs unterscheiden sich in der Ausstattung nur gering von den normalen Zimmern des Hotels. Sie sind lediglich mit einem Tee- und Espresso-Set ausgestattet, sodass ihr euch nach Belieben eine Dosis Koffein gönnen könnt, wann immer ihr mögt. Der wohl größte Vorteil des Golden Forest Clubs ist die Golden Forest Lounge. Hier wird täglich ein umfangreiches amerikanisches Frühstücksbuffet angeboten, außerdem stehen hier nachmittags süße und deftige Snacks zur Verfügung. Mit Getränken könnt ihr euch hier den ganzen Tag über versorgen. Seid ihr Gast in einem Zimmer des Golden Forest Clubs, dann könnt ihr euch über den Hotel Fastpass freuen, der euch täglich zur Verfügung gestellt wird. Übernachtet ihr in einer Suite, dann erhaltet ihr sogar den VIP Fastpass. Der Quarry Pool und das Health Center sind in einer der kleinen Lodges neben dem Hauptgebäude gelegen. Natürlich ist der Weg überdacht, sodass ihr auch bei schlechtem Wetter erst im Pool und nicht schon auf dem Weg dorthin nass werdet. Wir wollten die Badegäste nicht in ihrer Privatsphäre stören, daher haben wir darauf verzichtet, im Inneren zu filmen und uns auf den Außenbereich konzentriert. Dennoch wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, was der Quarry Pool zu bieten hat. Es gibt einen Pool mit Wasserrutsche, einem Wasserfall und einer Steingrotte. Auch ein Whirlpool erwartet euch. Wenn ihr mögt und das Wetter gut genug ist, steht euch außerdem ein Außenpool zur Verfügung, an dessen Rand ihr auch auf einer gemütlichen Liegestühle entspannen könnt. Der Pool ist übrigens täglich von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Der Quarry Pool ist sicherlich einer der schönsten Pools in Disneyland Paris. Im Health Center findet ihr einige Fitnessgeräte. Wenn ihr den Eindruck habt, dass ihr euch in den Parks noch nicht genügend verausgabt habt, dann könnt ihr das hier nachholen. Auch Sauna und Dampfbad stehen euch zur Verfügung. Hier könnt ihr ganz entspannt eure Batterien wieder aufladen und fit für den nächsten Tag voller Disney-Magie werden. Im Northwest Passage ist der Shop der Sequoia Lodge. Hier findet ihr jede Menge Souvenirs, vom Stofftier über Pins bis hin zur Kleidung und Tassen ist eine wirklich breite Auswahl zu finden. Dazu gibt es ein paar Snacks und Getränke, sowie die nötigsten Dinge wie Zahnbürsten und Co. Ihr solltet es auf keinen Fall versäumen, euch auch die Schaufenster der North Passage etwas genauer anzuschauen. Die sind in der Regel wunderschön gestaltet. Wie fast alle Disney Hotels hat auch die Sequoia Lodge eine eigene Bushaltestelle. Hier fährt der Shuttle zu den Disney Parks ab und auch der Magical Shuttle legt hier einen Stopp auf dem Weg zum Flughafen ein. Eine Alternative zum Shuttle zu den Parks ist natürlich der Fußweg, der euch in etwa 10 bis 15 Minuten zu den Parks bringt und euch an Disneys Hotel New York vorbeiführt, sowie quer durch das Disney Village. Eine tolle Einstimmung auf einen Tag in den Parks und für uns definitiv die bessere Alternative. Das war sie auch schon, unsere kleine Tour durch Disneys Hotel Sequoia Lodge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr habt vielleicht auch noch das ein oder andere erfahren, was euch bisher noch nicht bekannt war. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns ein Like gebt und ihr dürft das Video natürlich auch gerne teilen. Wir würden uns außerdem freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und vergesst dann nicht, den Button mit der kleinen Glocke zu klicken.
Dann werdet ihr immer informiert, wenn wir ein neues Video veröffentlichen. Ihr wart selbst schon in der Sequoia Lodge? Dann freuen wir uns natürlich auf eure Kommentare. Und wenn ihr Fragen habt, stellt die auch einfach in den Kommentaren und wir beantworten sie natürlich gerne. Bis zum nächsten Mal.